KinoCast. Kann man ja so langsam starten, oder? Ja. Aber ganz langsam. Langsam. Mal so langsam reinstarten hier. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast, ganz langsam. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Guten Tag, liebe Kate und... Jetzt müssen wir wieder auf 45 umschalten von 33. Dir, lieber Erik. Alles klar, Alexa? Das könnte eine lange Sendung werden. Hallöle. Bei der Schallplatte die falsche Geschwindigkeit gewählt. Würde eher passen, wenn wir dann mal den Film Dope Under besprechen. aber heute besprechen wir erstmal den Film Captive State, den wir in unserer Heimsneak-Preview ausgesucht hatten. Den hatte ich diesmal angeschleppt. Captive State ist der neue Film von Rupert Wyatt, der zuletzt im Kino war mit diesem Remake von Planet der Affen, mit dieser Neuauflage. Und in Captive State spielt zum Beispiel John Goodman eine der Hauptrollen und Vera Farmiga. Und das spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, wo, oder wir sehen es ganz kurz am Anfang, dass es eine Alien-Invasion gibt. Und die Menschheit hat den Aliens nicht so viel entgegenzusetzen. Und sie kapitulieren dann relativ schnell und die Aliens übernehmen halt die Macht auf der Erde, was da zur Folge hat, dass eben die Ressourcen effizienter dann ausgebeutet werden und viele Menschen für die Aliens arbeiten müssen. Es ist allerdings jetzt nicht so wie bei dieser einen Fernsehserie Alien Nation, wo halt wirklich die Aliens und die Menschen irgendwie zusammenleben, sondern die Aliens werden auch hier nur so die Legislatoren genannt. Also das sind eigentlich die, die irgendwo an der Spitze des Ganzen stehen und da diese Ressourcen abschöpfen, aber so richtig aktiv sieht man sie kaum mal an irgendeiner Stelle. Das heißt, alle möglichen Institutionen auf der Erde sind noch in Betrieb. Die Polizei gibt es noch, die jeweiligen Regierungen gibt es noch, aber über allem stehen eben diese Legislatoren, diese Aliens, die die Erde eben unterjocht haben. Das Ganze hat noch zur Folge, dass der Menschheit alle möglichen modernen Kommunikationsmittel genommen wurden. Also das heißt, es gibt kein Internet mehr, keine Mobiltelefone und das wurde eben alles dann mehr oder weniger entsorgt und abgebaut. Und was die Menschheit natürlich dann wieder extrem zurückwirft in ihrer Entwicklung, also kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt kein Internet mehr hatte, ich glaube, Chris und ich, wir kannten das ja, wir hatten beide mal vor kurzem ein bisschen Probleme mit unserem jeweiligen Provider. Also das wirft einen schon raus, wenn man mal so für ein paar Stunden mal nichts hat oder schlechtes Internet hat und hier wird halt der ganzen Menschheit dieses moderne Kommunikationsmittel genommen, inklusive auch Mobiltelefonie, was dann dazu führt, dass sie im Film dann wirklich auch noch Münztelefone und sowas benutzen. Und diese Sachen werden auch alle überwacht von den Legislatoren. Also gibt es diverse Abhörmechanismen. Dazu hat auch noch jeder Bürger so eine eingebaute Wanze so zwischen Hals und Schulter im Körper. Und die dient gleichzeitig so als Ausweis, wenn man irgendwo Zutritt haben möchte. Und über diese Wanze kann halt auch jeder Bürger geortet werden. Und man kann auch ja so zuhören, was da gerade gesprochen wird. Also es ist ein riesiger Überwachungsstaat dadurch auch entstanden. Und es gibt so eine kleine Einheit, oder es gab diverse so Rebelleneinheiten, die schon versucht haben, sich dieses Systems zu entledigen und Aktionen gestartet haben. Allerdings sind die alle mehr oder weniger fehlgeschlagen und wir springen jetzt im Film einige Jahre nach vorn und hier wird schon Wiedervereinigungstag oder sowas oder Einheitstag gefeiert, also sprich die neue Einheit Aliens und Menschen, das soll da groß gefeiert werden in Chicago in diesem Stadion und wir lernen dann im Rahmen dieses Films so ein paar Leute kennen, die so eine Terrorzelle, so eine Rebellenzelle organisieren wollen, um dort eine Aktion zu planen im Rahmen dieses Events und das Ganze natürlich mit aus unserer Sicht vorsintflutlichen Methoden. Also wir befinden uns zwar
irgendwie in der Zukunft, aber trotzdem diese ganzen Methoden, die genutzt werden, also sprich irgendwelche Zeitungsanzeigen aufgeben, damit irgendjemand das in der Zeitung liest und da was draus ableitet, was zu tun ist, bis hin zu irgendwelchen Telefonanrufketten über irgendwelche Zeichen, die irgendwo öffentlich gemacht werden, damit irgendjemand was erkennt, damit die Kette ins Laufen kommt, also richtige Verschwörung. Und das beobachten wir im Rahmen dieses Films mit. Und das macht den Film eigentlich, ich dachte eigentlich, das ist so ein Alien-Invasionsfilm à la Independence Day oder so. Letzten Endes ist es doch noch einiges mehr. Der John Goodman spielt hier einen Polizisten, der eben auch zu den Aliens reporten muss über diverse Hierarchieebenen. Also letzten Endes, die Polizei untersteht auch den Legislatoren, also wie auch alles in dem ganzen Film. Und er hat sich so ein bisschen angefreundet mit so einem jungen Mann, der auch mit involviert ist in so ein paar Machenschaften, und er trifft sich immer mal mit ihm, und er hat auch eine Frau, die immer mal besucht, das ist so eine Prostituierte, gespielt von Vera Farmiga, und die befindet sich auch in so einer Gegend, wo sich normalerweise die Leute nicht so hintrauen oder nicht so hingehen sollten, und er geht da halt immer mal hin. Und wir beobachten halt immer, wie die das dann... Ja, er geht immer mal wieder hin zu der Frau. Ja. Entschuldigung. Ja, kannst du gleich mal sagen, wie du so fandest. Weil ich bin, glaube ich, durch jetzt mit der Geschichte. Ich will nicht zu viel verraten, dann, wie es dann noch weitergeht. Und so. Ja, Sind das noch eure Bewertungen von letzter Woche, oder seht ihr das wirklich so? Ich sehe das wirklich so. Ja, das sehen wir wirklich so. Ich den Film, also die Grundidee an sich ist jetzt ja nicht unbedingt Neues. Es hat mich am Anfang an, oh Gott, wie hieß es, Dings erinnert. District 9? District 9, danke, District 9. Ich wollte gerade Sector 7 sagen, aber das war District 9 erinnert. Hat allerdings eine komplett andere Wendung. Es sind ziemliche overpowered Aliens dabei, und für mich ist der Film viel zu vollgepackt mit Charakteren, die alle irgendwie der Meinung sind, irgendwas noch zu melden zu haben, machen zu müssen, tun zu können, und hast noch nicht und willst noch mal. Da bin ich irgendwann halber ausgestiegen, weil ich überhaupt nicht mehr genau wusste, okay, wer ist jetzt warum da und was will hier jetzt noch, und das war für mich dann ein wenig schwer, da wirklich dran zu bleiben. Diese ganze Geschichte, dass sie so in sich dann auch nochmal verworren ist, wer mit wem und warum, fand ich auch dann so einfach ein Stück weit überladen. Das hätte, glaube ich, kompakter gereicht. Dazu war er mit 1 Stunde 45 dann auch irgendwann zu lang, weil er sich halt ganz arg vieles. Hallo? Okay, hätte ich jetzt auch in 20 Sekunden runterrattern können und hätte ich mehr Erfolg bei gehabt. Und das fand ich sehr schade. Ich fand auch, dass außer John Goodman eigentlich alle Schauspieler relativ blass geblieben sind. Und auch das fand ich Vergeudung von Talent, Vergeudung von Zeit im Endeffekt. Und das hat die Story dann im Endeffekt so nett ausgearbeitet, wie sie ist, hat das einfach dann komplett nicht getragen. Und wenn es der eigentliche Hauptdarsteller nicht wirklich schafft, den Film zu tragen und die Story nicht zu tragen, dann wird es halt schon schwer. Und das, ja, kam bei mir dann dabei rum. Kam bei mir ein bisschen anders rüber, weil gerade dadurch, dass die eben keine modernen Kommunikationsmittel hatten, kannten die sich halt auch alle nicht so, ne? Und das war halt auch für den Zuschauer dann so gemacht, dass du die halt auch nicht so genau jetzt kanntest. Wer ist das? Wer ist da Mitverschwörer? Und ja, fand ich eigentlich gerade ganz cool, dass denen nicht zu viel Raum gegeben wurde. Wie es in anderen Filmen ist, wo du dann noch halt die Vorgeschichte erzählt bekommst und alles, ne? Sondern man war hier eigentlich genau wie der Junge, der da so reinrutscht in das Ganze. Aber reinrutschen tut er ja auch nicht wirklich. Also.
Naja, ich meine, die Leute, die er kennenlernt, die kennt er, lernt er halt mit uns kennen. Ja, er weiß halt nicht, wer ist das jetzt und was machen die und so. Nee, auch nicht ganz. Also ein paar kennt er ja schon von früher auch. Wir haben ja noch eine dritte Meinung. Ja, also grundsätzlich hat der Film furchtbar an die Serie Colony erinnert. Wo es auch darum geht, dass Aliens so die Weltherrschaft an sich reißen und die Menschheit unterjochen. Ich fand auch, dass die Charaktere... Ich hatte vor allem das Problem, die Charaktere, du lernst sie am Anfang einzeln kennen und irgendwie verändern die dann noch ihr Aussehen. Also die eine, die tut sich die Haare schneiden, der andere tut sich seinen Vollbart abrasieren und bla bla bla. Und dann habe ich die irgendwie nicht wiedererkannt. Also, versteht ihr, was ich meine? Die waren für mich nicht präsent, das Gesicht, die Augen oder so. Du hast nie wirklich kurz mal die Möglichkeit zu sagen, ah ja, das ist die und das ist die. Ich weiß nicht mal, wie die alle hießen. Also, ich kann dir nicht mal sagen, wie John Goodman in dem Film hieß. Die haben teilweise ja nicht mal ihre Namen genannt. Das heißt, ich habe gar keine Verbindung zu den Gesichtern wirklich aufgebaut und dann hatte die eine plötzlich kurze Haare und ich so, warte mal, ist das jetzt eine neue Schauspielerin? Oder, ach nee, das ist die von vorhin, oder? Ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit, den Menschen dazu folgen, was sie gerade tun und warum sie das tun. Was aber viel erstaunlicher fand ich ist und was mich fast schon geärgert hat, ist, dass ich relativ früh im Film zum Chris gesagt hat, wer hier der Drahtzieher ist oder die Drahtzieherin ist. Das habe ich relativ früh im Film schon mir gedacht und gesagt, und das hat sich dann über den Film immer mehr und mehr bestätigt. Das fand ich dann doch schon irgendwie schade. Weil der Twist an sich wäre nicht schlecht gewesen, den der Film nimmt. Aber ich habe ihn halt relativ früh schon vermutet. Das habe ich auch vermutet. Und das war, hat mir jetzt keinen Abbruch getan an dem Ganzen. Ich mochte diese Heist-Atmosphäre, wo sie das Ganze planen, diese Aktion. Und vor allem, wie sie es dann organisiert haben mit, was weiß ich, mit alten Modems und irgendwo hinconnecten mit Akustikkopplern und irgendwas, wo sie halt die alte Technik nutzen, die sie noch in der Lage sind zu nutzen, ja, weil alles andere nicht mehr aktiv ist und so. Und was weiß ich, mit irgendwelchen Zettelchen irgendwo hin und Zeitungen und sonst was. Und ja, das fand ich auch ganz nett. Also das, wenn das Lied im Radio kommt, dann weiß der eine, er muss das und das machen. Oder wenn das und das in der Zeitung kommt, dann muss, wenn er das sieht, dann ist das die Aufgabe dran. Das ist auch, das ist schon gut gemacht. Aber es war halt, fand ich, fast schon zu wenig ausgeprägt. Weißt du, wie ich meine? Es kam irgendwie nicht so zur Geltung, wie es eigentlich sollte. Weil es war ja schon eigentlich eine cool gemachte Geschichte. Aber und auch, dass du irgendwie, weiß ich nicht, das Ende hat mir auch gar nicht gefallen. Weil Ende jetzt, wo dann, also das ist, ja, aber genau dann wurde es doch erst interessant, fand ich. Ja, das lässt viel Raum für Spekulationen. Das Ende. Ja. Fand ich gerade gut. Das ist nicht so, das ist, wie sie es gemacht haben, will ich jetzt nicht sagen, aber fand ich echt gut, wie sie es gemacht haben. Ich fand auch die Musik im Film extrem gut. Ich habe dann mal nachgeschaut, also der dafür verantwortlich ist, der heißt Rob Simonson. Der hat zum Beispiel auch für Nerf, den wir in der Sneak Preview hatten, dann für Love, Simon hat man auch in der Sneak, Out of Play, der Weg zurück, hat er auch gemacht und so. Ich mochte das sehr, das hatte so ein, ja, ich weiß nicht, das war ständig irgendwie auch richtig gut und passend und irgendwie hat es auch so zu dieser Sci-Fi-Atmosphäre gepasst und so. Und was ich auch ganz gut fand, ist, dass man die Aliens eigentlich so gut wie nie sieht. Ja, weil eigentlich ist die Geschichte ja, dass irgendwelche Personen sich gegen irgendwelche gegen irgendwelche Unterdrückungen wehren. Ob das jetzt nun Aliens sind oder ob das jetzt eine fehlgeleitete Regierung ist oder sowas, ja, oder irgendeine Diktatur, eine Militärherrschaft oder sonst was, das ist ja dann letzten Endes egal. Du hast irgendeine overpowerte Regierung, eine Militärherrschaft irgendwo, brauchen wir ja nur auf der Welt uns umgucken, was da gerade so los ist. Und die normale Bevölkerung ist unterdrückt und versucht sich halt irgendwie zu wehren. Fand ich ganz gut, diese Allegorie, die Gleichnisse, die da gezogen wurden.
Ja. Für mich hat der Film einfach enttäuscht. Also für mich hat er auf mehreren Ebenen gut funktioniert. Der Film. Ja, guck, aber gerade das ist genau der Punkt. Für mich hat er halt auf mehreren Ebenen leider nicht so funktioniert. Ja. Das ist halt. So ist aber, es halt. Aber ist ja halt so. Es ist ja halt auch so, mal schön, dass das wir da genau. völlig auseinander liegen. Also nicht immer diese scheiß Harmonie hier, das ist ja furchtbar. Ich mochte auch den Style. Ich habe ja so eine Insta-Story, so als Boomerang, wo der eine vor der in dieser U-Bahn-Station steht und so. Das ist teilweise so geile Bilder, was da abgeliefert wurde. Auch so mit diesen Neonlichtern und so. Fand ich schon echt schön. Also, richtig gut. Schön gedreht. Hat auch gut funktioniert bei mir. Bei euch ja nicht so. Deswegen gebe ich diesem Film 8 von 10 Punkten. So viel! Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Werde ich auch nochmal gucken. Okay, ich gebe ihm 5 von 10. Ich gebe ihm nur 3 von 10. Okay. Was schauen wir denn nächste Woche? Nächste Woche begeben wir uns mal wieder zurück auf die Kinoplattform Kino on Demand und klicken da einen Film für ein paar Euros. Und zwar haben wir uns entschieden für den Film Es ist zu deinem Besten. Ein deutscher Film. Ich habe den sogar schon geguckt. Ich hatte letzte Woche mal ein bisschen Lust auf eine Komödie. Ja, er wird mir auch immer wieder bei Sky angezeigt. Also man kann ihn wohl auch im Sky Store klicken. Aber wir wollen ja unsere Kinos unterstützen. Deswegen bitte bei Kino on Demand den gucken. Und für die Woche drauf haben wir uns auch schon für einen Film entschieden. Und da geben wir einen kleinen Tipp ab. Zum einen ist der Film auf Amazon Prime verfügbar. Und unser Tipp ist, mein Name ist nicht Bond. Was kann das sein? Oh mein Gott. Ratet mit. Okay, mal sehen, was das dann wird. Aber den für nächste Woche kann ich schon mal ganz leicht sagen, der hat mir gefallen. Der war cool. Oh. Echt? Ja, der war cool. Der Trailer sieht ganz furchtbar klamaukig aus. Nee, der ist cool. Also war ganz lustig. Also manche Sachen waren ein bisschen drüber, aber können wir nächste Woche dann... hat auf jeden Fall da, wo ich gedacht hatte, jetzt mal was Lustiges gucken, hat gut funktioniert. Okay. Hier hat noch jemand Filme geguckt, sehe ich gerade. Dann machen wir mal den Bumper. Heimkino. Ich habe ja gerade Urlaub und deswegen habe ich mir ein paar Filme angeguckt. Wir fangen an mit einer Film-Doku. Also es ist eigentlich eher ein Dokumentarfilm, aber auch irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein richtiges Genre gibt. Es geht um den Film Biking Borders. Davon habe ich in einem Podcast gehört, den ich gehört habe, dass das wohl ein sehr, sehr guter Film sein soll. Und den gibt es auf Netflix zu klicken. Biking Borders ist eigentlich eine Spendenorganisation. Also es geht darum, dass zwei junge Männer fahren mit dem Fahrrad von Hamburg oder von Berlin nach Peking mit dem Fahrrad und sammeln dafür Geld. Kann man mal machen. Und die beiden haben kein Kamerateam oder so dabei. Die sind einfach nur zu zweit, sind mit Handykamera und GoPro und so ausgestattet und fahren mit dem Fahrrad nach Peking, haben immer so Etappen vor sich und filmen dann auch. Und sie filmen natürlich auch so, dass es dann hinterher zu einem schönen Film wird. Also du siehst auch, wie sie sich dann richtig bemühen, dass sie irgendwie rauslaufen aufs Feld, ihre Kamera dahin bauen, zurücklaufen, mit dem Fahrrad durchs Bild fahren, zurücklaufen, die Kamera wieder einsammeln. Also dass sie sich auch wirklich Mühe dafür geben. Und haben während der ganzen Reise haben sie auch immer wieder Instagram-Stories und so und Posts auf Facebook gemacht, um eben Geld zu sammeln. Sie wollten 50.000 Euro sammeln für den Bau einer Schule in, weiß ich nicht mehr wo, irgendwo in Afrika, glaube ich. Und das war so ihr Ziel, dass wenn sie in Peking ankommen, 50.000 Euro zusammen zu haben. Und das haben sie natürlich auch geschafft. Sie haben sogar mittlerweile schon das Geld für, glaube ich, 2 Schulen oder sogar 2,5, also weiß nicht mehr genau wie viel. Und der ganze Film geht halt um diese Reise, um die Hürden, die sie nehmen müssen, die Menschen, die sie kennenlernen, die Länder, durch die sie fahren. Und es ist tatsächlich ein richtig, richtig toller Film.
Und du brauchst kein Kamerateam mit fetten Mikros und Auto, was ihnen hinterherfährt, wie es bei manchen Dokumentationen ja so ist. Das reicht total, diese charmanten zwei Jungs auf ihren Fahrrädern. Und sie schaffen das, sie fahren nach Peking und sind, glaube ich, 6 oder 7 Monate lang unterwegs und fahren dorthin und lernen richtig, richtig krasse und tolle Menschen kennen. Und haben alles für einen guten Zweck gemacht. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und deswegen ruhig mal Biking Borders angucken. Das ist ein wirklich, richtig toller Film. Aber es ist halt, wie gesagt, eigentlich eine Doku. Also so eine Erzählung von dieser Reise. Ich gebe ihm 9 Punkte. Gibt's wohl auch ein Buch drüber. Einer davon hat ein Buch geschrieben. Wow. Ja, nicht schlecht. Also werde ich vielleicht auch mal reingucken. Ja. Ich habe ja davon auch schon gehört, wahrscheinlich im gleichen Podcast. Also auf dem Fahrrad, ja. Da tut einem doch irgendwann der Bobo weh. Aber gut. Ja, tut sie ihn auch. Ich kann mich da erinnern, und Chris, da warst du doch mit dem Kino hier ausgerissen. Weißt du noch? Ausgerissen. Ja, ausgerissen. Mit den Mofas durch Amerika. Der war super. Der war extrem super. Hätte ich nicht gedacht damals. Es war auch so mit spartanischen Mitteln gefilmt und so. Der war auch schön. Also solche Roadtrip-Sachen finde ich immer extrem cool. Weil man dann auch merkt, wenn man selber mal sowas irgendwie macht, irgendwo hinreist, wirklich mal mit Rucksack oder so, man merkt halt, da sind Leute, die haben eigentlich keinen Knopf in der Tasche und die sind aber trotzdem total gastfreundlich und so. Das ist Wahnsinn. Ja. Also auch, sobald sie quasi Europa verlassen, sind die Menschen ganz, 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 ganz herzlich. Also sobald sie sagen selber in dem Film, dass sie in ein Land, durch ein Land reisen mussten, da haben andere sie vor gewarnt, ob sie da wirklich durchfahren wollen. Und das war das für sie schönste Land mit den nettesten Menschen. Ich sage natürlich jetzt nicht, um welches Land es geht, weil ihr sollt den Film gucken. Aber sie waren selber sehr überrascht. Und du siehst halt auch ihre Entwicklung. Sie haben monatelang, sind sie nur zu zweit unterwegs, sehen ihre Familie nicht. Also es gibt auch Momente, wo sie sagen, sie wollen aufgeben und sind fertig mit den Nerven oder einer wird krank. Und sie wissen nicht, ob sie ihr Ziel schaffen überhaupt noch. Und es ist halt einfach echt. Es ist richtig echt und das spürst du den ganzen Film über, weil es halt echt ist. Und die scheuen sich auch nicht davor, sich zu filmen, wenn sie weinen. Und weil es könnte ja komisch ankommen draußen in der Welt oder so. Und es handelt sich dabei um 2 Studenten, die also auch keinen Geld-Background haben. Ja? Die müssen ihre Euro oder ihr Geld, was sie da haben, halt von den einzelnen Ländern auch zusammenhalten. Die können sich nicht leisten, irgendwie jede Nacht im Hotel zu schlafen. Ja, die zelten draußen, suchen sich Unterkünfte bei Menschen, die sie treffen, weil sie einfach sich das gar nicht leisten können, in ein Hotel zu gehen oder in Motel zu gehen oder was weiß ich. Ja. Das ist aber halt auch einzige Zeit, macht so echt, wo du sowas machen kannst, wenn du noch Student bist oder so. Weil später, wenn du Arbeit hast, ich bin da mal 7 Monate weg, ich will mal mit dem Fahrrad nach Peking fahren, da sagt dir der Arbeitgeber auch, ja, okay, kannst du machen. Ja, genau. Ja, viel Spaß. Ne? Und das ist halt, ich fand den Film richtig, richtig toll. Man hat direkt Lust, sich aufs Fahrrad zu schwingen und auch eine Runde zu fahren. Einfach, weil die so echt sind. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Guckt euch den Film an. Der ist toll. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch noch 3 andere Filme geguckt. Und zwar habe ich mich an die Hobbit-Trilogie rangetraut. Ich war ja nie ein großer Fan von Herr der Ringe, weil ich den Frodo so nervig finde. Das liegt aber einfach daran, dass ich den Schauspieler Elijah Wood auch nicht so wirklich mag. Ich weiß. Also ich finde die Geschichte von Herr der Ringe schon gut und so, aber ich glaube, mit einer anderen Besetzung und mit ein bisschen weniger weinerlichem Hobbit wäre es viel einfacher gewesen. Deswegen freue ich mich so, dass der Hobbit ganz anders ist. Der Hobbit ist ein richtig, richtig toller Film. Denn Bilbo Beutlin in seinen jungen Jahren ist clever, witzig, charmant, mutig und die ganze Geschichte, wie er dann mit diesen Zwergen loszieht und Gandalf als Gandalf der Graue wieder dabei ist und die Elben, die er da trifft und den ganzen Weg, den er da beschreitet, bis er sich diesem Drachen stellt und allem, das ist
richtig charmant gemacht. Also ich würde sofort das wieder einschalten und wieder gucken, weil es wirklich eine tolle Filmreihe ist. Ja, jeder Film geht 3 Stunden, aber das kennen wir ja schon von Tolkien-Verfilmungen. Aber wenn man mal die Zeit hat, schaut ihn euch an, weil der Hobbit ist wesentlich besser als Herr der Ringe. Okay, ich bin gespannt auf die Kommentare. Ich sag jetzt mal extra nichts dazu. Also ich fand den Hobbit sehr, sehr schön. Habt ihr den Hobbit schon gesehen? Ja. Erik, hast du den Hobbit gesehen? Ich habe alle 3 Teile gesehen. Und fandst du die auch so schön? Nein. Und so gut? Nein. Was? Ich fand sie definitiv auch nicht besser als Herr der Ringe. Aber ich bin auf die Kommentare doch gespannt. Ich will schon jetzt nichts. Ich will keinen Shitstorm. Ja, dann hättest du vielleicht aber, mal. Also, ich hab ja nach dem Hobbit dann noch weitergemacht. Ich habe dann noch den ersten Herr der Ringe angeguckt und habe dann beim zweiten abgebrochen, weil sich die Geschichte irgendwie verzettelt. Ich weiß nicht. Ich finde den Hobbit besser. Ich mag Bilbo. Es war übrigens echt ein schöner Podcast mit der Kate immer. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt echt Feinde gemacht. Ich habe euch alle lieb. Die dazu liegen draußen schon bereit. Ich habe euch alle lieb und alle, die den Herr der Ringe lieben, die finde ich auch voll toll. Als nächstes erzählst du uns, was Star Wars scheiße war. Denn. Die ersten. Bitte? Erzählst du, dass ihr Episode 1 bis 3 besser gefällt als die anderen? Nein. Und Jar Jar Binks ist so toll. Was hast du denn gegen den Hobbit? Ich habe nichts gegen den Hobbit. Das ich halt warte auf die Kommentare, das wird sich da schon regeln. Ich finde das sehr schön, Kate, dass du deine Meinung hier kundtust und dass es dir gefallen hat. Das freut mich. Ich hatte auch eine unpopuläre Meinung zu Captive State heute. Deswegen lasse ich dir deine unpopuläre Meinung jetzt zu Hobbit. Dankeschön. Ich mag den Hobbit. Ich gebe allen 3 Teilen 8 Punkte. Okay. Und im Vergleich dazu, um da Öl ins Feuer zu gießen, wie viel gibst du Herr der Ringe? Also Herr der Ringe ist ja schon eine tolle Geschichte, gar keine Frage. Es ist episch, es gibt Schlachten ohne Ende, es ist eine tolle Geschichte, gar keine Frage. Aber das, was mich an Herr der Ringe einfach stört, ist Frodo. Entschuldigung, ich habe jetzt hier ein bisschen mein Mikro durch die Gegend geworfen. Das ist so geil, Frodo. Der Erik ist so ein Zündler. Wenn Frodo einfach von einem anderen Schauspieler gespielt würde und nicht immer rumheulen würde, wäre das viel besser. Aha, okay. Dann würde der Film wären die Filme viel, viel besser. Mir geht's gerade im Kopf und Kragen. Nein, ich mag Herr der Ringe. Ich mag Aragorn und ich mag Legolas. Das wird schon zu Joghurt. Und so. Ich mag die alle. Ich finde die alle toll. Nur Frodo mag ich nicht. Ja, der Ringträger, der muss hier das zum Schicksalsberg und so. Das ist ja alles gut und schön und natürlich hat dieser Ring Macht auf ihn. Okay, habe ich auch verstanden. Aber warum heult er dann rum, wenn er von einem Messer getroffen wird, das ihn nicht verletzt, weil er ein Kettenhemd anhat? Weil er dieses magische Kettenhemd anhat. Und er wird nicht mal getroffen von dem Schwert. Aber er heult, als wäre er abgestochen worden. Ich möchte ganz kurz dazu sagen. Du kannst mir nicht sagen, dass Frodo nicht nervt. Bei Herr der Ringe habe ich tatsächlich im Kino gesehen und zusammen mit dem Kumpel und mein Kumpel ist damals 3-mal aufgestanden, weil er gedacht hat, der Film ist aus. Das Beste ist ja dann, also als er tatsächlich aus war, der erste Teil, haben alle gedacht, was, er ist jetzt aus? Oder dann mitten auf dem Berg irgendwo, ne, bei die Gefährten. Ich habe die auch im Kino gesehen, alle Teile. Aber Erik, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Du musst nichts mehr dazu sagen, aber sag ganz ehrlich, dazu. Frodo nervt schon, oder? Ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu nichts. Aber es ist ein Podcast. Hier kann man über Meinungen reden und Filme reden. Ich möchte deine Meinung. Großartig, absolut großartig in seiner Gänze überhaupt. Aber Frodo auch nervt. Auch als Extended Edition kann man den immer wieder gucken. Also ist einfach genial. Deswegen ist es gefährlich, dass jetzt Sky wieder diesen Sender hat, wo sie alles bringt. Und wenn man da einmal falsch da durchzappt, dann hängen wir da gleich 10 Stunden fest oder so. Ach, es war schön, auch im Kino damals immer, wo jedes Jahr zu Weihnachten ein neuer Herr-der-Ringe-Film kam. Ein Star-Wars-Film kam, ja, fand ich auch sehr super. Der Star-Wars war ja später dann, ne? Wo dann kam. Okay, da haben wir mal eine News für euch. Da. News. Black Widow kommt tatsächlich, also zumindest laut Filmverleiher,
hat es einen deutschen Kinostart, nämlich am 8. Juli 2021. Also wenn sich bis dahin das Geschehen wieder ein bisschen einspielt. Es sollen ja wohl jetzt nach Ostern sollen ja wohl die Impfstoffe in den Hausarztpraxen ankommen, wo dann auch jeder hingehen kann. Man hat wohl jetzt schon über Ostern angefangen, habe ich schon bei diversen gelesen, dass man einfach sich einen Termin holen kann. Und ja, mal schauen, vielleicht normalisiert sich es bis zum Juli wieder. Es sind ja noch ein paar Wochen hin. Also hätte Black Widow einen Kinostart. Ich habe den Trailer heute schon mal in der Kinocast-Facebook-Gruppe gepostet. Den neuen, den fand ich auch, finde ich echt gut, den neuen Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, den neuen. Ansonsten will ich mal nicht zu weit drauf einsteigen. Ich fand den aber echt cool gelungen. Hat mir echt Lust gemacht auf den Film. Und für die, die nicht ins Kino gehen können, weil irgendwie in der Region die Kinos noch nicht aufhaben, wird es einen Start bekommen, parallel zum Kinostart, also mit einem Tag Versatz, nämlich am 9. Juli. Wird er auf Disney Plus kommen, und zwar mit einem VIP-Zugang, wie auch immer das dann gemacht werden soll. Ich weiß nicht, ob dann so wie Sky... Zahlst du 30 Euro. Sky Ticket wahrscheinlich so ähnlich, also dass man einmalig was zahlt, ja. Ja, genau, kann man sich ja dann auch eventuell mal überlegen. Vielleicht kriegen ja die Kinos dann sogar was davon ab oder so. Mal schauen. Nein. Nein? Okay, das ist scheiße. Dann macht das nicht, dann wartet, bis der im Kino kommt oder... Ja, der sah auf jeden Fall, der Trailer, der hatte so viele Szenen drin, wo ich dachte, oh, das kommt bestimmt im Kino richtig, richtig gut. Also so richtig so Szenen mit viel Weite und sowas. Na, mal schauen, wie es wird. Weiß ja keiner so genau. Aber jetzt Serien. Oh, da ist wieder alles vollgeschrieben hier im Dokument. Serien. Kate, hast du was Lustiges geguckt? LOL. Ist das? Ja. LOL ist eine Comedy-Show auf Amazon Prime, präsentiert von Bully Herbig. Ach, das ist das, ja. Und da geht es darum, also da gibt es jetzt zwei Folgen und jeden Donnerstag kommen zwei neue Folgen. Und es geht darum, 10 deutsche Comedians werden für 6 Stunden in einen Raum oder in so eine kleine Wohnung gesteckt. Und das Ziel ist, dass einer überlebt. Und zwar dürfen sie nicht lachen. Das klingt jetzt falsch. Das heißt aber Last. Ja, sie fliegen ja raus. Laughing, also ja. Last One Laughing heißt diese Sendung. Und es ist ultra komisch. Denn, also ich lache ja schon, wenn manche Comedians nur zur Tür reinkommen. Ja. Weil die einfach, weil ich einfach weiß, die sind urkomisch und dann schon wegbrechen, nur weil der irgendwie schief guckt. Ja. Und die müssen quasi sich gegenseitig zum Lachen bringen, dürfen aber selbst nicht lachen. Also es gibt immer so Zwischenpausen, also wenn Bully jemanden beim Lachen erwischt, dann kommt der rote Buzzer und dann ist wieder Lachen erlaubt, dann können sie nochmal alles rauslassen. Und sobald er das dann wieder aktiviert, dann ist wieder nichts mit Lachen. Und das müssen die 6, und wer nach den 6 Stunden als letztes übrig ist, gewinnt, ich weiß gar nicht, wie viel, 1000 Euro für den guten Zweck, 5000 Euro, 50.000 Euro, guten, ja. Oh, wow. 50.000 Euro für den guten Zweck. Und das ist urkomisch. Also die ersten zwei Folgen sind schon urkomisch. Es gibt ja nur zwei. Ja. Ja. Dann, die nächsten werde auch zwei kommen am Donnerstag. Ja, auf jeden Fall das mal rein. Das ist wirklich also sehr lustig. Das Problem ist, ich habe das eingeschaltet, ich habe zu Kate gesagt, so, hey, vertraust du mir mal? Und sie... Und da kommt meistens nicht so was Gutes rüber. und dann war halt, also es sind halt wirklich jetzt echt coole Leute dabei. Also ich habe das ja mitgeschaut und ich weiß, du magst ihn nicht so, Erik, aber zum Beispiel Teddy. Den mag ich nicht, genau. Aber die anderen, die ich hier so sehe auf dem Bild, die mag ich alle. Also und als wenn Teddy einfach so schon reinkommt, allein wenn ich den Typ sehe, könnte ich mich schon bepissen. Und sobald der irgendwie das Maul aufmacht, ist vorbei. Ich mag den Geräusch, den du machst, wenn du deinen Schnauze hältst, sag ich da nur. Anke Engelke ist dabei, Caroline Kebekus, die ich eigentlich auch mag, ja, ist dabei, die mag ich auch. Thorsten Sträter, den ich sehr super, mag, ja. mit seiner ganzen Art einfach. Und dann Wiegald Boning und Mirko Nonchev, also zwei von RTL Samstagnacht damals noch. Und das ist halt, Mirko Nonchev habe ich so lange nicht gesehen. Und der hat halt echt gefühlt nichts verlernt, sondern ist immer noch besser geworden. Der macht seine Geräusche, der macht seinen Blöd. Es ist so geil. Und dann mittendrin hockt halt noch ein Kurt Krömer. und dann ist eigentlich schon, und dann ist schon vorbei. Dann Rick Kavanian ist auch noch dabei.
der eigentlich auch für sich schon eine Marke ist. Wer ist noch? Barbara Schöneberger, die einem ja fast schon ein bisschen leid tun kann. Wie war das? Barbara Schöneberger lacht schon, wenn sie einfach nur redet. Wenn sie normal redet, lacht sie schon. Und also echt, echt mega gut. Und es ist wirklich witzig. Es ist, du hockst dran und ich empfinde da so viel mit, weil du hockst dran und musst in dieser Situation oder sollst in dieser Situation einfach brutal ernst sein. Und deine Kollegen rödeln sich einen ab, total witzig zu sein. Und du darfst keinerlei Regung, nicht mal Mitleidslachen oder so, darf dir rausrutschen. Und das, Erik, schau mal rein. Also ich hätte echt nicht gedacht, ich hatte das auch schon als Empfehlung gehabt. Und ich wollte da schon ein paar Mal gucken. Ja. Wenn Caroline Kebekus ihre eine Nummer da macht, da bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Also mich hat es völlig zerlegt da. Und allein die Reaktion dann aber auch von den Leuten immer, wenn da irgendwas passiert. Und ich sage nur noch ein Stichwort und das ist Blockflöte. Es scheint aber zu polarisieren, wenn ich hier so die Amazon-Kritiken, also entweder man findet es sehr, sehr, sehr gut oder man findet es sehr, sehr, sehr schlecht. Also wahrscheinlich wie immer bei Humor, entweder man kann drüber lachen oder eben nicht. Also hier ist zum Beispiel so eine schlechte Kritik hier so, ihr habt gewonnen, ich habe nicht einmal gelacht. So, weißt du? Oder, aber es sind natürlich viele, die wirklich hier 5 Sterne gegeben haben. Also 84% haben 5 Sterne gegeben. Ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ja, lohnt sich. Jo, was ist Solar Opposites Love Victor? Ist das? Ja, also ich habe nicht so viel Platz gehabt. Deswegen fange ich mal an mit Solar Opposites. Solar Opposites läuft auf Disney Plus, / auf, wie heißt es, Star. Ja, Star. Und ist eine Serie von den Machern von Rick and Morty. Ah, okay. Und zwar und schon ist der Erik ganz aufmerksam. Ich habe nur dieses Osterding gesehen von Rick and Morty, wo sie irgendwie Kinder sind. Ja, ja. Naja, also gibt es jetzt seit 23. Februar, läuft es auf Disney Plus hier in Deutschland. Und geht eigentlich darum, dass es Aliens sind, die aus dem... Also die geflüchtet sind, weil bei ihnen Asteroiden auf ihrem Planeten auf der perfekten Utopie eingeschlagen hat und die mussten sich dann verteilen ins ganze Universum, um eben eine neue Kolonie aufzubauen. Und sie sind halt auf der Erde gelandet und der eine hasst die Erde. Und du denkst am Anfang echt so, okay, es ist echt ein bisschen schräg, aber es entwickelt sich wirklich, vor allem es entwickelt sich in der Serie, entwickelt sich eine zweite Serie, dadurch, dass es sind zwei Erwachsene und zwei Kinder und der eine Junge, der schrumpft Menschen, die böse zu ihm sind oder die einfach nerven und schrumpft die und sperrt die dann ein und hat damit so wie so eine Ameisenform dann und die führen ein ganz eigenes Leben und auch das ist total spannend und völlig abstrus, weil es ist teilweise der Humor von Rick and Morty, es ist teilweise einfach auch drüber. Wenn sie zum Beispiel hier so, ja, hier, wir gehen mal an einen Ort, wo jetzt alle, weil alle sind total nett zu mir, weil ich habe den Kids wächst in der einen Folge, wächst denen eine Blume aus dem Kopf. Und was weiß ich, und dann sind alle so total freundlich und dann gehen sie in eine Nazi-Bar, in die Heil-Hit-Bar. Und lauter so bescheuerter Quatsch einfach. Oder? Ja, und die haben eigentlich Glatze. Und dann auch der Rektor und die eine Lehrerin, die hassen die Aliens und so, also wo die in der Schule sind. Also, ja, du trägst deine Haare komisch, aber mein Haar definiert, wer ich bin. Und er hat halt ein so krummes Haar auf dem Kopf. Es ist einfach echt witziger, als ich es zuerst gedacht habe. Zuerst habe ich auch gedacht, okay, ein bisschen reinkommen ist schwer. Aber jetzt schaue ich mir da wirklich am Tag 2, 3 Folgen an. Weil wie viel gibt es denn da? Es gibt wohl insgesamt 16. Also die erste Staffel hat 8 Folgen. Und die zweite Staffel ist jetzt erst am 26. März kam die erst in den USA raus. Die gibt es noch nicht in Deutschland. Also es gibt jetzt die erste Staffel und da gibt es die ersten 8 Folgen. Die letzte kam am 2.4. jetzt raus. Okay, also muss ich unbedingt mal reingucken. Ja, komisch, dass es mir das nicht irgendwie empfohlen hat oder so. Normalerweise sind doch die Algorithmen dann schon so, dass die Systeme... Ja, weil es halt Disney Plus ist, ne? Ja, dass die Systeme... Da hast du ja eigentlich kein Rick and Morty geguckt, nehme ich mal an. Ja, aber trotzdem, ich meine, da kommt jetzt nicht so viel Neues immer bei Disney Plus. Da könnten die ruhig mal irgendwie in dem Banner
wenn ich da irgendwie die neue Folge von Falcon gucke. Oh, da fällt mir noch was ein. Apropos, ja. nicht so viel Neues. Nur ganz schnell noch einschieben. Auch auf Disney Plus habe ich jetzt die Serie Star Wars Rebels zu Ende geschaut. Auch eine animierte Serie, eine animierte Zeichentrickserie, eine animierte Zeichentrickserie, doppelt gemoppelt, Star Wars Serie, wo die Geschichte von Ezra Bridger erzählt, der als Junge aufgenommen wird und auch ein Jedi ist und spielt in der Zeit, nachdem das Imperium die Macht übernommen hat. Es tritt Prinzessin Leia auch noch als junge Person auf. Es gab eine Folge, da habe ich das Ende der Kate gezeigt und sie hat nur aha gesagt. Du erinnerst dich? Ja. Weil da kommt auch ein gewisser Obi-Wan Kenobi und es ist richtig cool. Also auch da wieder die erste Staffel so, ja, okay, aber wie sich es dann weiterentwickelt, ist bockstark. Ist wirklich, wirklich bockstark. Richtig gute Serie, richtig cool umgesetzt und erzählt auch nochmal eine Geschichte von Star Wars, die man echt sich anschauen kann. So, aber jetzt zu dem, was ich eigentlich noch drin hatte. Und zwar habe ich das auch gesehen, auch bei Disney Plus, ne? Ist das. Und da gibt es eine Serie Love, Victor. Und ich stand dran so, naja, Love, Victor, okay, klingt wie Love, Simon, was ich schon kenne. Dann hat Kate gemeint, ja, das ist irgendwie eine Serie da dazu. Und ich so, okay. Und wir erinnern uns an Love, Simon, den hatten wir damals in der Sneak. Ein absolut mega, mega toller Film, da ich dachte, wo wir damals das organisiert bekommen haben, dass ich mit meiner Schule hin konnte, um den anzuschauen im Kino. Und richtig, richtig cool. Das heißt, ich habe tatsächlich diesen Love, Simon jetzt schon 4 oder 5 Mal wirklich auch gesehen, weil wenn der auch läuft irgendwo, da schaltet man nicht weg. Das ist, der ist cool. Also ich mag einfach die ganze Atmosphäre von dem Love, Simon. War dann etwas, ja, so okay, eine Serie dazu. Und was soll ich sagen? Victor zieht nach Atlanta mit seiner Familie und Victor hat dasselbe Problem, geht auf dieselbe Schule wie Simon und dort ist halt vieles schon viel normaler geworden seitdem. Also seit dieser ganze Umgang mit Homosexualität und sowas. Und er lebt dort seine ganz eigene Geschichte und nimmt auch gleich in der ersten Folge zu Simon Kontakt auf. Und zwar einfach nur, weil er immer von dem hört und dann schreibt er ihm einfach mal, weil er ihn irgendwie erreichen kann. Und er bekommt tatsächlich auch Antwort von Simon. Und das ist die ganze Serie, kommt jetzt auch jede Woche eine Folge gerade. Und es ist total toll. Es ist genau die Stimmung von Love, Simon eingefangen nochmal und in die Serie reingerettet. Es wirkt nicht irgendwie überkandidelt oder aufgesetzt, sondern es ist eine richtig schön erzählte Teenager-Geschichte mit allen Problemen drumherum, mit den Familienproblemen, die Victor auch hat oder wo es in der Familie einfach gibt, mit den Entwicklungen der Charaktere drumherum. Es ist unglaublich toll. Also ich weiß gar nicht, mir fehlen da teilweise echt die Worte, weil ich schaue das total gern an, weil es so schön ist, weil ich diesen Film so mochte. Und weil sie echt das geschafft haben, den Film in eine Serie umzusetzen, die echt eine super Ergänzung dazu ist. Und ich kenne jemanden, dem ich die Serie auch dann empfohlen habe. Und diejenige Person hat dann innerhalb von einem Tag alle Folgen angeschaut, die es bisher gibt. Scheint ja besser gelungen zu sein als bei High Fidelity. Ja, viel, viel besser. Also Erik, du hast ja Love, Simon auch gesehen. Ja, ich finde es super. Schau mal rein. Ist wirklich cool. Ist wirklich, wirklich cool. Habe ich auch Blu-ray hier. Die Musik ist cool. Ja. Das Setting passt. Also es ist wirklich eine runde Geschichte. Die Schauspieler finde ich auch gut. Du merkst, da ist sehr viel Herzblut drin in der Serie. Das merkst du von der ersten Folge an. Wusste ich auch nicht, dass es die Serie gibt. Das ist verrückt, ja. Also irgendwie scheinen die mit ihrem Marketing bei Disney Plus nicht so up-to-date zu sein. Dass es einem das irgendwo mal reinspült in die sozialen Medien irgendwo als Empfehlung. Also ich habe auf Instagram Disney Plus aktiviert und da kommt fast alle 14 Tage oder wenn nicht sogar jede Woche eine kleine Liste als Post, was Neues.
Ja, wenn da Love Victor steht. Oder wann kommt's und so. Weiß ich nicht, dass das ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, also mir wird da relativ viel angezeigt und neu präsentiert, was jetzt gibt und was kommt und so. Die Liste, die habe ich auch, die teile ich, glaube ich, sogar immer in unserer Kinocast-Gruppe rein. Die gibt es ja von Netflix, von Amazon Prime, die machen das ja alle so, ja, demnächst startet das und das. Aber dann sehe ich ja nur den Titel, da weiß ich nicht, was dahinter steckt. Deswegen manchmal, ja, wenn sie dann so Teaserbilder haben, dann kann man sich schon ein bisschen mehr draus herleiten oder so, wenn dann steht. Wobei ich, wenn ich irgendwas lese, wo ich sage, ah, das klingt aber ganz, also als Serientitel oder so ganz interessant, dann google ich es halt geschwind und krieg schon eine Info, was es sein wird. Also. Nee, so ein Call to Action löst das bei mir nicht aus. Ja, aber wenn jetzt Disney Plus zum Beispiel 6 neue Serien zeigt und dann noch 10 neue Filme hochlädt, dann kann ich ja nicht für jedes einzelne einen eigenen Post machen mit der Inhaltsangabe. Dann bist du ja komplett überflutet an Posts. Dafür gibt es den Kinocast, hier hört ihr es und wir erzählen uns auch untereinander, was gut ist. Und jetzt habe ich hier schon mal 3 Sachen, die ich noch gucken muss und das ist schon mal ganz gut. Ja, ich habe auch eine Serie, aber die lasse ich für nächste Woche, sonst wird es zu lang. Dann lasst uns mal über die neue Folge von Falcon and Winter Soldier reden und dafür machen wir kurz eine Spoilerwarnung. Achtung, Spoilerwarnung. Hab letztens mal auf Twitch oder was, YouTube, weiß nicht, irgendeinen gesehen, der hat über irgendwas geredet, über einen Film oder irgendwas und hat als Spoilerwarnung die Sirene von Purge, das fand ich auch cool. Ja, geil. Ja, die ist auch sehr markant irgendwie, erkennst du sofort wieder. Ja, Falcon im Winter Soldier, Mensch ey, das geht ja jetzt echt voran hier. Also, Zemo wurde befreit, oder Simo, wie heißt er genau? Daniel Brühl, ey, extrem gut gespielt. Und ich habe dann aufs Original umgeschaltet, weil da auch viel war mit Dings hier, mit auf Deutsch sprechen und so. Wenn die Amerikaner Deutsch gesprochen haben, finde ich aber sehr lustig dann. Und da war nämlich eine so eine komische Szene drin mit, können Sie mal bitte übersetzen oder so, und holt den dann ran und der hat dasselbe nochmal gesagt, da dachte ich, okay, jetzt gucke ich es mal im Original an. Und ja, war ganz, ganz cool. Und dieses Madripoor, das fand ich auch sehr, sehr schön, diese Neonwelt, die sie da gemacht haben. Oh ja. Und diese, das hatte so Cyberpunk-mäßig so irgendwie, war da so die ganzen Einflüsse und was die da so getrieben haben dort. Und sehr cool, ja. Es geht sehr schnell und sehr hastig voran. Aber das glaube ich halt einfach gut. Es ist halt Action. Es ist halt eine Action-Serie. Es ist nicht vergleichbar mit WandaVision, die ja relativ verschnörkelt und ruhig am Anfang war. Falcon and the Winter Soldier ist halt voll in your face. Da geht es halt von Anfang an ab. Und das ist cool. Ja, die große Enthüllung war ja dann wieder am Ende. Also die schaffen es auch immer, einen guten Cliffhanger zu machen, finde ich. Also letztes Mal war es ja Simo und diesmal... Ist jetzt auch aufgefallen im Abspann, dass jetzt auch andere Namen dran stehen? Ja, ich habe diesmal einen Abspann extra mal, also dieses kleine Fenster mal wieder groß gemacht. Und dann siehst du manchmal so, ja, so Einblendungen von Tafeln, die noch leer sind und so. Das stimmt schon. Genau. Ja. Also Ayo, oder wie heißt sie? Die ist ja jetzt mit dabei. Von Black Panther kennt man die, von Wakanda. Genau. Und die ist ja ein bisschen sauer auf Simo, ne? Weil die hat ja erst gedacht, der Winter Soldier hat da dieses UN-Gebäude irgendwie explodieren lassen damals. Und mittlerweile weiß sie aber, glaube ich, dass das Simo war. Und deswegen ist sie not amused, dass sie den befreit haben. Und not amused, finde ich geil. Ja. Mal schauen, wie das dann noch weitergeht. Aber ich fand dieses Madripoor fand ich extrem schön. Also das Set-Design und alles und dieser kriminelle Moloch da, wo du Waffen und alles mögliche kaufen konntest und Drogen und sonst was. Und war schon irgendwie echt cool, die Welt da von Madripoor. Schön dargestellt. Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, die Brücke, die geschlagen wird, ich bin gespannt. Ja, ich habe schon mächtig. Also ein bisschen was drüber gelesen, wird ja vermutet so ein bisschen, dass es Richtung Black Panther 2 noch irgendwie ein paar Rampen gebaut werden. Aber mal schauen. Könnte ja jetzt stimmen. Also jetzt, wo wir wissen, dass die dabei ist.
Vielleicht, mal schauen. Aber momentan mit Kinosituationen ist ja eh schwierig. Da lässt sich irgendwie gar nichts planen, so von den Filmen, ne? Wenn die da die Serien bringen. Und ist wie jetzt. Ja, wie jetzt. Jetzt gibt es ja auf der Switch das absolut erfolgreichste Spiel gerade überhaupt, wo Nintendo selbst von dem Verkaufszahl überrascht wurde. Also mal eigentlich im Bereich Games, aber okay, springen wir einfach mal so nahtlos rein. Monster Hunter Rise hat sich mittlerweile auf Nintendo, nur auf der Switch ist das erschienen, quasi mehr verkauft als die vorhergehende Version, die es auch auf allen Konsolen gab. Also alles zusammengenommen. Ja, Wahnsinn. Und eigentlich sollte ja jetzt parallel der Monster Hunter Film ins Kino kommen zu dem Start. Und das ist natürlich auch ein bisschen schlecht, dass das nicht passieren konnte. Der Film hätte so gut profitiert auch, dass die ganzen Kids jetzt alle das spielen. Ja, ist echt schade. Lässt sich halt nichts planen gerade. Ja. Was sich planen lässt, ist die Rätselecke. Da gehen wir nämlich jetzt rein. Rätselecke. So wie ich gehört habe, gibt es heute mal noch ein ganz normales Rätsel. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich dachte, wir machen mal was ganz Normales. Also, Achtung. Die Zeitmaschine im Film Zurück in die Zukunft sollte nicht von Anfang an ein DeLorean sein. Was sollte es denn ursprünglich für eine Zeitmaschine werden? Leid, und warum wurde das nicht genommen? Das tut mir leid, das weiß ich. Ja. Ja. Es soll den Kühlschrank sein, dann haben sie Angst gehabt, dass sich die Kinder im Kühlschrank einsperren und da ersticken. Genau. Das ist leider richtig. Ja, ey, du kannst uns nicht über Filme fragen, die wir innen und auswendig. Also hast du noch eins? Warte, ich guck. Oh, okay. Was ist das? Nein, das ist nicht gut. Nimm mal das, was nicht gut ist. Vielleicht doch, ist das gut. Ich weiß was. Okay, also. Was bedeutet der Nachname von Leonardo DiCaprios Charakter in Inception? Also er anfangen. Heißt da Cobb, also C-O-B-B. Job. Was bedeutet dieser? Cobb. Was das bedeutet? Ja. Keine Ahnung, was soll der bedeuten? Vielleicht Kolben. Nein. Ist es eine Abkürzung? Also C, nein. O, B, nein. Nein. Ist es eine Bezeichnung? Nein. Ich gebe euch einen Tipp. Nein, nein. Wenn man kein, wenn man lass doch mal versuchen, oder? Versuchen es erstmal so, oder? Okay. Also es ist keine Abkürzung. Ist es ein Palindrom? Was ist denn ein Palindrom? Also was irgendwie rumgedreht, irgendwie, also nee, nein. Quatsch, was von hinten nein. Irgendwie, also Bock, nein. B-O-C oder? Nein. Also es ist nicht sein richtiger Name. Doch. Im Film, okay. Ja. Also im Film heißt der Charakter Cobb, C-O-B-B. Welche Bedeutung hat dieser Name? Puh. Vielleicht sowas wie Zeitspringender. Nein. Also Cobb soll irgendwas heißen, richtig? Also es ist keine Abkürzung? Genau. Nein. Soll ich euch doch diesen einen Tipp geben? Ja, ich glaube, jetzt würden wir doch mal nehmen. Also das ist in drei verschiedenen Sprachen gibt es dieses Wort C-O-B-B und das hat dann in diesen drei Sprachen eine Bedeutung. Also es hat was mit Übersetzen in eine andere Sprache zu tun. Cobb. Und es geht um den Film Inception. Traum? Heißt es Traum? Ja! Traum. Ja!
Okay. Und zwar bedeutet der Name Kop im Hindu, in Urdu und in Sanskrit Traum. Ah, siehst du, Sanskrit habe ich gewusst. Das ja, doch. Aber Hindu. Ach, dein schöner Fun Fact. Ist klar. Nee. Ja, ah, Erik, ja, genau. Ja, ja, ja. Ohne dein ja, mein Tipp. Hindu ist leider ein bisschen eingerostet, aber genau. Sonst wäre ich fast draufgekommen. Ach, Kop, klar, auf Hindu, natürlich. Jetzt, nee. Wo du es sagst, Mann. Nee, ohne deinen Tipp hätte ich das nie rausgekriegt. Ey. Echt, das, ja, aber weil du jetzt nochmal Inception so betont hast, deswegen auch. Hm. Okay, cool. Das war doch mal ein cooles Rätsel, ja. Das war jetzt nicht so naheliegend. Kevgan. Ja, Applaus für dich selbst. Oh, da bin ich ja nächste Woche dran. Ach du meine Güte. Okay. So, dann gucken wir doch mal in die Musiktipps rein, was wir da auf unsere Playlisten draufpacken. Music. Chris, ich habe deinen Song angehört, der ist echt gut. Danger Dan. Das alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, das Video ist auch cool. Ist ein absolut toller Song. Ja. Ich habe da jetzt sogar noch ein Video dazu angeschaut von dem Anwalt, der den kompletten Song auseinandernimmt. Und die haben das gemacht. Also, sie machen das öfters wohl. Und dann hat Warner Brothers das gesperrt, weil die halt das Video da auch zeigen und halt die Musik laufen lassen. Und die Antilopengang hat dann gesagt, nee, lass die mal das machen. Die machen das schon ganz gut. Die verstehen das auch ganz richtig. Und damit auch gleich ganz arg viele da wissen, was das Sache ist. Und deswegen durften die das nochmal online stellen. Mit Erlaubnis der Künstler. Und der Anwalt nimmt den Song auseinander und sagt, ja, mach was dagegen. Du kannst nichts dagegen machen. Das ist so clever. Und er hat vergleicht es auch mit dem... manchmal mit dem Schmähgedicht vom Böhmermann, aber sagt, es war viel cleverer gemacht einfach. Ja. Nicht mit, das darf man nicht sagen, sondern wirklich viel, viel cleverer gemacht. Ich habe heute wieder einen Song, den habe ich dir letztens auch schon mal geschickt, weil ich das Video auch einfach mega gut dazu finde, und zwar von Fatoni und Edgar Wasser, alle 11 Minuten. Okay, verliebt sich ein Single. Na, alle 11 Minuten. Alle 11 Minuten. Alle 11 Minuten. Was denn? Ich pack drauf von Kid Cudi, Make Her Say, auf unsere Kinocast Songs Playlist auf Spotify. Kate? Ich pack drauf von Theory of a Dead Man, Strangers. Ich darf das hier mal eintragen, sonst weiß ich das nachher nicht mehr. Ja. Theory of a Dead Man, Strangers. Okay. So, na dann, kommen wir mal zu den Hausmeister-Themen. Wir hatten tatsächlich einen Kommentar letztes Mal wieder von Willems, der sich nach Ewigkeit mal wieder gemeldet hat. Wegen High Fidelity. Das Buch hat er vor ungefähr 20 Jahren gelesen, seitdem nicht mehr. Aus diesem Grund ist es ihm nicht mehr so präsent. Den Film hat er 1 bis 2 Mal damals auf Video, also muss auch schon eine Weile her sein, gesehen. Aber seitdem auch nicht mehr, wahrscheinlich auch nicht mehr so präsent. Und sie haben jetzt diese Serie angeschaut und er fand die Serie ziemlich gut und ist traurig, dass es keine zweite Staffel geben wird. Und er fand nicht, dass es so sehr kopiert wurde. Ich habe jetzt mittlerweile die Serie auch komplett durchgeguckt, die erste Staffel. Und ich fand wirklich, die bis Folge 8 oder so, ist es wirklich mehr oder weniger eine Kopie des Films irgendwie. Und hat mir überhaupt nicht gefallen, wie ich ja in der letzten Sendung schon geäußert habe. Und erst so 9. und 10. Folge hat die Serie hat die so ein bisschen ihre eigene Stimmung gefunden, ihre eigene Tonalität, und dass wirklich die Figuren nicht mehr so agiert haben, wie es in dem Buch jemand anders gemacht hat, sondern wie man denken würde, okay, wie sie selber jetzt reagieren, wo wirklich neue Storylinien aufgemacht wurden. Und das Ende fand ich sehr schön. Von der Serie, aber das hat es bei mir echt nicht rausgerissen. Ich fand es einfach bis dahin furchtbar, und ich kann es halt auch verstehen, warum es keine zweite Staffel geben wird, wenn die Serie von Anfang an auf ihre wirklich guten Darsteller gesetzt hätte und die einfach den eigene Hintergründe geschrieben hätte, so wie es der Chris eben bei Love, Simon oder Love, Victor gesagt hat. Dann hätte es wahrscheinlich, ich nehme an, dass es dort so ist, ja, weil es sind wirklich neue Leute, was der Chris eben erzählt hat bei der anderen Serie. Hier ist einfach so, hier hat man dieselben Leute genommen,
wo teilweise die auch genauso heißen, also nur Rob ist halt hier eine Frau und ja, das hat halt in meinen Augen nicht funktioniert. Wenn man ein bisschen mutiger gewesen wäre, das anders angepackt hätte, hätte es wahrscheinlich wesentlich besser geklappt. Hm. Gut, das war der einzige Kommentar, da ihr das ja noch nicht gesehen habt, nehme ich an, ihr wollt da nichts dazu sagen, oder? Nein. Okay. Nö. Aber ihr könnt ja mal in High Fidelity mal reingucken, da, wenn euch der Film und das Buch nicht so präsent ist, vielleicht findet ihr es ja auch ziemlich gut, von Anfang an schon. Oh, habe ich was vergessen. Okay, ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst uns Kommentare da auf kinocast.net, dann werdet ihr vielleicht auch hier erwähnt oder wir können drauf eingehen in der Sendung und empfehlt uns weiter, die Kinocast. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon sponsoren, die uns da einen kleinen Euro in den Hut werfen. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.